X-Rated. Hallo liebe Filmfreunde hier auf dem luststeigernden Kanal vom guten Vorhees82. Da ist er zu einem neuen Video mit uns an dieser Stelle, mit meiner Birne und deinem Sack. Ja. Das fand ich eigentlich mal ganz gut, das so zu machen. Einer weiteren Ausgabe von Vorhees Goes to Ebbe. So ist es. Und da stehen sie, da sind sie. Und was uns da alles erwartet. Oh Gott, du hast ja noch gar keine Ahnung, was uns heute alles blüht. Ja. Oder euch da draußen alles blüht. Aber hier sind Dinge dabei, die gibt es nur für X-Rated. Dinge? Wollen wir anfangen? Mehrere. Wollen wir anfangen? Mit der Nummer 231. Genau, und es geht richtig gut los. Oh mein Gott. Es geht richtig gut los mit K3. Prison of Hell, einen Film, den du mittlerweile auch gesehen hast. Ja? Einen Film, einen von allerersten Vorhees vs. Ebbe Video. Hm. Kann das sein? Ja, das kann sein. Das war eins der ersten. Ja, eins der ersten. Einer meiner in den Infobox zum Schluss. Lieblingsfilme bis heute. Ja, wer mich da öfter mal verfolgt, der weiß das. Meiner Meinung nach das Interessanteste, das Beste, das Mutigste, was jemals ein deutscher Regisseur gemacht hat. Und es gibt nur einen, der sowas wagen würde. Es gibt nur einen Mann, der das Format hat, der das Know-how hat und der auch die Balls hat, sowas zu veröffentlichen. Und das ist ein Andreas Bethmann. Ja. Hätte ich jetzt auch sagen können. So ist es, weil du Geschmack hast, mein Freund. So. Ja, das ist ein Andreas Bethmann mit dem unfassbar genialen Thomas Kertschmann. Oh ja. In einer der Hauptrollen. Und auch da der Mann mit den Filetierfingern. Hier ist alles dabei, was man braucht. Wir sehen hier schon die Rückseite, können wir euch leider nicht so zeigen. Aber wir haben hier einmal das Cover. Das sind jetzt die späteren Boxen. Cover E. Genau, Cover E. Cover 25 Jahre X-Welt. Mit der 54 vor 66 gibt es dann auch das Cover Doppel-D. Ja. Doppel-D. Mit der 43 von 44. Du kannst hier übrigens mal vorlesen, um was es eigentlich geht. Nimmst du mal die Box hier. Also wir haben das schon mal für euch vorgestellt. Genau, aber liest trotzdem mal vor, um was es da geht. Prison of Hell. Kaudale Impressionen inhaftierter Mundfotzen. Weißt du eigentlich, was Kaudal ist? Du hast es, glaube ich, schon mal gesagt. Genau, weil ich habe mir das... Du hast es schon mal gesagt, ich weiß aber nicht mehr. Ich habe mir das vom Regisseur selbst nämlich erklären lassen. Okay, ja. Der Andreas hat mir das mal erklärt. Kaudal, das ist das medizinische Wort für Schwanzwärts. Und dann macht dieser Satz sowas von Sinn. Ja? Ich hatte ja keine Ahnung. Ja? Also schwanzwärts... Was? Kaudal, schwanzwärts. Schwanzwärts Impressionen inhaftierter Mundfotzen während ihres Gefängnisausbruches auf einer Insel. Die Frauen sind Mord, Vergewaltigung und Folter ausgesetzt. Doch die junge Anne, ihre Freundin Alicia sowie die Knastärztin Jennifer wagen die Flucht in den Dschungel. Doch der Albtraum geht weiter. Da staunen selbst die Inseltiere. Das musst du lesen. Warnung, bei diesem Film handelt es sich um einen lustigen Gewaltporno mit Sex, Violence und sittenwidriger Sprache. Sollten Sie sich dadurch in Ihrem sittlichen Empfinden gestört fühlen oder sind Sie im Allgemeinen der Sexualität abgeneigt sein, gucken Sie den Film lieber nicht, sondern gehen stattdessen Blumen pflücken oder Ringelsocken kaufen. So ist es. Du bist der Ringelsockenkäufer? Nein. Ich glaube, dir hat Prison of Hell gar nicht mal so gut gefallen. Ne? Ja. Und es ist für mich blanker Frevel und ich will jetzt darauf nicht eingehen, weil du keinen Geschmack hast. Du hast gerade eben so gesagt, ich habe Geschmack. Du hast in dem einen Satz vorher gesagt, ich habe Geschmack. Und jetzt sage ich, ich habe keinen Geschmack. Ja, okay, du hast Geschmack, aber du hast einen miesen Filmgeschmack. Hm? Das ist, ja, okay. Weil wer Prison of Hell nicht gut findet. Aber Geschmackssache immer alles. Ich bitte dich, ja, natürlich ist alles Geschmackssache. Gerade bei so einem Film kann man sagen, die weiblichen Darsteller, für die war das auch Geschmackssache. Ja, ja, natürlich hast du vollkommen recht. Ja, jetzt mal ernsthaft, muss man trotzdem, wenn ich das ernsthaft betrachte, muss man das natürlich nicht gut finden. Aber ernsthaft betrachtet bleibe ich dabei, das ist einer der besten Filme, die ich jemals sah aus diesem Segment. Also das ist halt so einzigartig, darum geht es ja gerade. Es gibt halt nichts Vergleichbares. Diese Synchro... Mit dieser Handlung, wie das gemacht ist, das ist halt einfach, das ist meiner Meinung nach ein Meisterwerk, weil es halt sowas nicht gab. Ob das wirklich gut ist, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ja? Aber meiner Meinung nach ist es halt so originell, ja, und so originell umgesetzt, dass es, das ist einer meiner liebsten Filme. Da habe ich so oft geguckt, Da konnte ich mitspielen. Ja, ich habe dann auch noch dieses Cover hier mit der Zange. Das gab es damals auf einer Börse, weiß ich noch. Also immer noch selber Text. Das ist derselbe Text, das brauchst du nicht mehr vorlesen. Oder so in ähnlich, so ungefähr. Nicht ganz genau, weil hier sind noch keine Ringesocken zu sehen. Aber so ungefähr. Das stimmt. Das war, glaube ich, mal das Promo-Cover. Ich glaube, das war jetzt eine Promo-Box. Das war so. Ja, genau. Das ist die Promo-Box mit der Zange. Und dann habe ich hier noch das K3 Prison of Hell Motiv mit dem Bertucci Erotik-Klassiker Nummer 9. Original unterschrieben vom Regisseur Andreas Bethmann. Geil. Ja, da ist da unten die Unterschrift in diesem gezeichneten Motiv. Super. Ja. Doppeldisk, was willst du mehr? Ein Film, ich habe es gerade noch mal erklärt, den man, wenn man für sowas zu haben ist, ja, einfach für das Ausgefallene, für den erlesenen Geschmack, wenn du mal was gucken willst, was du noch nie gesehen hast, dann auf jeden Fall diesen Film. Dann bist du hier richtig. Auf jeden Fall. Und ich bin halt für sowas nochmal zu haben. Ja, wie gesagt, ob das gut ist, das ist natürlich bei mir viel Pathos dabei, ja, aber das ist einer meiner erklärten Lieblingsfilme. Auch einer der Lieblingsfilme meiner Frau. Der hat schon sehr oft mit meiner Frau geguckt, tatsächlich. Schön. Ist ja toll. Weil wir gucken nicht stumpf irgendwelche Hydraulikfilme, sondern wir stehen auf Entertainment-Niveau. Und deswegen gucken wir wunderbar H3. Ja? Wunderbar. Und nicht nur den, ja, da gibt's ja da noch mehr. Dann machen wir weiter mit, ja, zweimal, oh ja, einem Giallo, der X-Rated Italo Giallo-Serie Nummer 19 und sieben Tote in den Augen der Katze. Wo ich ja auch zwei. Wow, das schaut aber mega gut aus. Super Cover, genau. Mir gefällt auch das hier sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube, ich konnte mich da auch nicht entscheiden. Ich habe hier das Cover B, du müsstest das Cover A haben, ja. Genauso ist es auch. Ja, ein Film von Antonio Margheriti. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. I Got You Baby, ne? Antonio Margheriti. Ja. Der Name sagt mir was. Das sagt, der Name sagt mir was. Ein sehr namhafter italienischer Regisseur. Hot unter anderem, na, was nehmen wir denn am besten? Jetzt komme ich auf den Western-Titel nicht, aber einer der besten Western, die es von X-Rated gab. Na, sag schon, 5 blutige Stücke. Ah, nee, 5 der war Stücke. Genau, der war es. Ich habe es gewusst. Antonio Margheriti, ja, genau, das wusstest du nicht, weil den kennst du nicht mal, aber ich kenne ihn. Ja, da habe ich auch mehrere Kammer davon. Der ist vom Antonio Margheriti. Ja, mach noch weiter. Machen wir ein bisschen so, ja? Machen wir schief. Wir sind ein bisschen schief. Jetzt gerade. So, jetzt aber. Der zum Beispiel von Antonio Margheriti. Ah ja, okay. Steht auch hier, ne, mit dem für Antonio Margheriti bekannten Hang zu ausgedehnten Sadismen ist 7 Tode in den Augen der Katze publikumswirksam inszeniert. Für Giallo-Fans eingeschränkt zu empfehlen. Eingeschränkt? Ja, sagt Frank Trebbin, die Angst sitzt neben dir. Die Angst sitzt neben dir. Das waren sehr gute Bücher. Kennst du das überhaupt? Der Frank Trebbin, natürlich Künstlername, weil woher kennen wir Frank Trebbin? Von Nackte Kanone. Sehr guter Mann, Leslie Nielsen ist Frank Trebbin, genau. Richtig, also es wird nicht sein richtiger Name sein, aber der hat verschiedene Bücher, okay. Die eins jetzt neben dir, da hat er Filme. Also es quasi ist jetzt kein Giallo-Film, also für Giallo-Fans eingeschränkt zu empfehlen? Ja, vielleicht ist es einfach in den Augen von Frank Trebbin kein sonderlich guter Giallo gewesen. Ach so, so lese ich das mal raus. Ja? Würde ich aber gar nicht mal so sagen. Ich fand den eigentlich ganz gut. Kannst mal hier unten lesen, was hier noch steht. Und wieder ein echter Klassiker in der X-Rated Giallo-Reihe. Ein Film, der an vielen Stellen wieder vom sonst üblichen Giallo-Strickmuster abweicht und mit vielen Elementen den Zuschauern an der Nase herumführt. Die hier vorliegende Fassung ist entgegen der alten VS-Version uncut und wurde 2009 neu in 16:9 und im Scorp-Format remastert. Genau, im Scorp-Format remastert. Hat auch ein sehr gutes Bild gehabt, das stimmt. So sieht das Ganze dann aus mit der Nummer 232. Und 7 Tote in den Augen der Katze. Wollen wir nicht näher drauf eingehen, das ist halt der Giallo, gell? Mhm, interessant. Machen weiter mit der nächsten Nummer, auch hier wieder zwei davon. The White Monster, The Unnamable, Kult. Gibt auch The Unnamable 2, Back from Hell. Sagt dir nichts? Solltest du mal gesehen haben, tatsächlich, ja. Du hast hier das 66er Cover, ist 66 oder 99? 99. 66. 66, ich habe hier das normale Cover. Ja, mir gefällt natürlich dieses Cover wesentlich besser, das gezeichnete. Ich habe hier das Cover A. Ne? Ja, The Unnamable, der ist eigentlich Kult. Kennst du nicht? Ein schöner Monsterfilm, den sollten wir mal miteinander anschauen, der war echt gut. Nee. Jetzt also unironisch gut. Tatsächlich. Ja. Endlich in Deutschland auf DVD der erste Teil von The Unnamable in der perfekten Bildqualität und völlig unzensiert mit mehr Chor als in der damaligen deutschen VHS. Ja, ein Klassiker. Mhm. Ich fand beide Anime ganz gut, also den ersten und auch den zweiten, die waren beide super. Okay. Dieses Motiv des 66er ist natürlich der Wahnsinn. Finde ich auch. Gar keine Frage. Das ist super Ding. Okay. Mhm. Aber nee, ist auch richtig. Jetzt wird's wieder... Moment, jetzt muss ich sogar mal aufstehen. Ja. Ja. Das sind auch zwei. Nämlich Silent Night Deadly Night 4. Ein Film von Brian Yuzna. Brian Yuzna ist Reanimator. Reanimator, genau. Unter anderem Reanimator oder auch na, sag, From Beyond. Bride of Reanimator, ja, das kommt natürlich alles aus der Brian Yuzna Schmiede. Der hat auch Silent Night Deadly Night 4 Initiation gemacht. Gab es auch als das letzte Ritual und Welcome to Hell, so kann ich den auch. Das ist dieselbe Film? Das ist derselbe Film, weil du hast die gleiche Nummer. Ja. Das ist auch der gleiche Film, wenn du hier mal hinten drauf schaust. Ne? Ja, alles gleich. Es sind halt zwei verschiedene Filmtitel, aber ansonsten ist alles gleich. Du hast hier das Cover B, das ist das da, und ich habe das Cover A, das war das letzte Ritual. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Brian Yuznas Stil eben. Mhm. Was willst du sagen? War super. Hat halt Weihnachten so als Grundhandlung und deswegen als Silent Night Deadly Night 4. Ich sehe mir wenig von Weihnachten, also ehrlich, auf den Bildern drauf. Mhm, aber man... Warte mal, wo muss denn? Also ich lese hier nichts von Weihnachten. Ja doch, das ist schon, hat schon was mit Weihnachten zu tun. Bestimmt. Ja, ich weiß ja, da und Blut steht zu Weihnachten an, da steht es ja auch. Okay. Das hat schon irgendwas mit Weihnachten zu tun gehabt, daran konnte ich mich ja erinnern. Es ist kein Grundelement des Films, glaube ich, aber es hat schon irgendwas mit Weihnachten zu tun. Also es ist ja nicht umsonst hier Weihnachtsbaum drauf. Na gut. Das wäre das erste Mal, dass X-Rated sich nichts bei einer Veröffentlichung gedacht hätte und das gibt es bei X-Rated nicht. Muss man sagen, das gibt es einfach nicht. Du konntest ja ruhig auch mal lesen, was hier steht. Dieses Frühwerk des Kultregisseurs Brian Yuzna, The Dentist, Return of the Living Dead und Bride of the Reanimator besticht durch den Charme des US-Horror-Kinos der 90er Jahre. Erstmalig als deutsche ungekürzte DVD liegt der Film hier in der weltweit besten Qualität vor und wird im Originalformat 1:33 ungemattet präsentiert. So ist es. Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt. Jetzt muss ich mal schauen, den habe ich tatsächlich nur einmal. Nämlich Silent Night Deadly Night 5. Ach, ja. 5 oder auch Toys, tödliches Spielzeug. Der war sogar sehr gut. Auch wieder hier von Brian Yuzna. Der hat mir sehr gut gefallen. Ein schöner, wie soll man denn sagen? Der Toymaster. Ein schöner weihnachtlicher Horrorfilm. Man sieht schon auch, ja. Ja, da gibt es einige Mal eine gute Sache. Genau, da hat seine blutigen Elemente gehabt, fand ich auch genial. Ich habe hier nur das Cover A tatsächlich. Mhm. Warum auch immer, aber das gefällt mir sehr gut. Ja, sieht super aus. Cool. Weiß ich gar nicht, ob ich da mal, da gab es auch mit so einem großen Teddybären drauf, hatte ich das nie einmal. Ja, müsste ich lügen. Ich habe jetzt auf jeden Fall nur das. Starker Film. Ja. Okay. Bleibt halt beim Thema mit der 235 und Silent Night Deadly Night 5 an dieser Stelle. Ja. Und machen weiter mit, jetzt muss ich mal schauen, 236. Ja, und dann kommt die 237, nämlich, die Nacht der Uhren. La Noire des, kann ich aussprechen, ein Film von Jean Rollin, Franzose. Ja, Jean Rollin, der Name sagt mir auch was. Habe ich schon öfter erwähnt, gab es eine ganze Reihe, wie man schon sieht, eine Jean Rollin Collection, hier mit der Nummer 6, gab es eine ganze Reihe von Jean Rollin, das musste man natürlich mögen. Ja, er war ein Regisseur, der seinen ureigenen Stil hatte, was ich gut finde. Okay. Ich war aber nie der große Fan von Jean Rollin. Sein bekanntester Film war wahrscheinlich Die Foltermühle der... Gott, wie hieß denn der? Ich weiß nicht, ich gebe es zu, ich schwöre. Ja, doch, kennst du vielleicht schon... Klar! Irgendwas mit Foltermühle war der deutsche Titel. Wie hieß er denn? Also Gott, ich diesen Film kennen würde. Pestizide hieß er noch. Das war aber irreführend. Wie hieß denn das ABC-Video? Zombies geschändete Frauen. Ja klar, den Film habe ich natürlich also voll im Gedächtnis jetzt gehabt. Der war vor Jean Rollin und der war ziemlich gut. Ja, das war so ein infizierter Zombie-Film. Den soll ich kennen. Mit der Brigitte Lahaye. Na, ich dachte, du hast ja deiner Zombie-Lücken endlich geschlossen. Da hast du aber was vergessen dann. Dann hast du mir den nicht empfohlen. Ich habe dich gefragt beim letzten Mal, fehlen einfach Zombie-Filme. Und hast du gemeint, nein, wir haben uns eigentlich alle gesehen, bis auf Zombie 4 vielleicht. Ich mache mir immer Gedanken, was wir in die nächste Vorhees vs. Ebbe Box packen könnten. Da ist das gut liegende so nah. Du machst es mir aber einfach. Wie kann man denn Zombies geschändete Frauen nicht gesehen haben? Der ist ja Kult. Ich bitte sie. Ja? Ja, ich merke schon, da müssen wir was nachholen. Hier ein Film von Jean Rollin, Die Nacht der Uhren. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie ich Nacht der Uhren fand, da kann ich euch das nicht sagen, weil ich weiß es nicht mehr. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Okay. Das könnte dann sein, dass mir der Film nicht so gut gefallen hat. Schauen wir mal, Jean Rollin ist zurück und lässt mit seinem neuesten Film sein gesamtes Schaffen Revue passieren. Dieser Film ist wie ein Gedicht, voller Poesie und stimmungsvoller Bilder. Gekonnt schafft es Rollin, mal wieder seinen Zuschauer in den Bann zu ziehen. Obwohl er hier besonders experimentell vorgeht, bleibt er seinem gewohnten Stil treu und lässt keines der Elemente vermissen, die ihn seit 50 Jahren als Filmemacher so ausmachen. Ja, da steckt auch alles Wichtige drin. Er hat halt einfach seinen ureigenen Stil gehabt. Ja, mit viel Poesie, auch bei The Living Dead Girl. Den könnte man kennen. Ja, ich glaube, dass Geschändete Frauen etwas bekannter war, aber auch Living Dead Girl war so der erste, den ich kannte vor Jean Rollin. Okay. Der hat gar nicht mal so schlecht, aber er hat seinen sehr, genau, der hat so einen experimentellen Stil gehabt. Mit Farben oder da war sehr viel Poesie drin. Das muss man wirklich mögen. Aber an die Nacht der Uhren konnte ich mich nicht mehr so erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay. Uiuiuiui, was haben wir? Oh je. Da! Oh Gott, ich will es nicht sehen. Wir haben hier die 237. Ich will es nicht sehen. Ja. Mit zwei verschiedenen Titeln. Oh Gott. Und zwar haben wir einmal das Prison Island Massacre. Das hier ist ein Fehldruck. Der Bertucci-Erotik-Klassiker Nummer 10. Das ist eigentlich die Nummer 240. Gab es aber auch mit der 237. Sieht dann so aus. Ein Film von Andreas Bethmann. Und wer gerade drei gesehen hat, der kann auch The Prison Island Massacre sehen tatsächlich. Oh mein Gott. Den ich auch sehr, sehr gut fand. Ja. Man sieht schon auch... Was sehe ich da? Ja, ne? Da ist wieder alles, da ist wieder alles, ja. Was sehe ich da? Wie soll man das nur... Wie können wir das nur beschreiben? Genau. Wie soll ich diese Großartigkeit eigentlich in Worte fassen? Es geht nicht. Dazu mit der Lina Romay tatsächlich in einer der Hauptrollen. Lina Romay, kennst du? Das sagt natürlich mir nicht. Natürlich doch, der Name sagt mir was, ich weiß nicht, wo ich hinstecken soll. Also, hinstecken soll ich ja. Genau. Ein kleines Wortspiel mal wieder. Die Frau von Jess Franco war das. Und seine große Muse, die hat in sehr vielen seiner Filme natürlich eine tragende Rolle gespielt. Hier war sie natürlich schon alt, aber nichtsdestotrotz natürlich für so einen Film, das war Prison Island Massacre ist fantastisch. Ja, ja, so oft in der großen Hardbox, da gibt es auch Digipack, das habe ich auch. Was macht was das? Das war ein Penis, ja, wie du wahrscheinlich erkennen kannst, ja. Der aber offensichtlich hier abhanden kam. Ja, so kann man das mal umschreiben. Ja. Aber es gibt sogar noch, ein praller geht es natürlich nicht, also Prison Island Massacre ist natürlich schon besser. Du konntest hier auch mal vorlesen, um was es hier geht. Ja. Soll ich? Ja, natürlich. Wollt ihr es hören? Ja, okay. Auf Prison Island, einer Felseninsel mitten im Ozean, befindet sich eine Festung, die als Frauengefängnis fungiert. Fast unerreichbar wird sie auf einer Seite von einem tödlichen Dschungel, auf der anderen Seite von einer steilen Felsenküste umgeben. Dorthin kommen nur Frauen, die wegen Drogen oder Prostitution verurteilt wurden. Die lesbisch veranlagte Direktorin Lina Romay gespielt und ihre rechte Hand, die Oberaufseherin Justine Natascha Farrell, führen das Gefängnis mit Folter und Gewalt. Eines der inhaftierten Mädchen ist die Tochter eines Millionärs. Während dieser versucht, auf eigene Faust seine Tochter durch angeheuerte Söldner zu befreien, kann seine Tochter in den Dschungel fliehen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Das ist ganz so dramatisch. Nächstes Mal da unten noch. Achso. Ja, aber das klingt doch super. Ja, klingt super. Ja. Endlich auf DVD. Einer der unglaublichsten deutschen Independent-Filme, der je produziert wurde. Oh, Filmemacher ja. Andreas Bethmann, Macher von Filmen wie Rosa... Venezia, Exodus, Interruptus, Prison of Hell oder Vegetarierinnen zum Fleischschluss gezwungen 1-3 lässt hier keine Sauerei aus. Auf dieser DVD befindet sich der bisher unveröffentlichte 143-minütige Workprint. Ja. Alter, 143 Minuten. Da ich will nicht sehen. Kriegst du alles, was das Herz begehrt. Ja, super. Alter, 143 Minuten. Und bringt's auf den Punkt. Ja, bringt's auf den Punkt. Oh. Ja, oder Filmbach hat hier die Effekte gemacht, ja, was immer ganz gut ist, ein sehr guter Effektkünstler. Aber mit der gleichen Nummer eigentlich, ja, weil wir haben ja hier eigentlich die 240 in der Hand. Ja? Ja. Das heißt, sie kommt eigentlich später als 240, weil die eigentliche 237 ist der Pornografie-Report. Oh mein Gott. Limitiert auf 666 Stück. Auch hier. Oh. Ja. Kannst du mal lesen, auch was es geht. Lesen. Ja, du musst ja nur mal lesen. Die Menschen müssen ja wissen, um was es beim Pornografie-Report geht. Was ist hier? Ja? Die finden sich ja sonst... Alter, was lese ich hier? Ja, was liest du denn? Oh mein Gott. Na, lies einmal. Ja, was liest du da? Erstmal kurz mit den Bildern gucken. Aha, 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 aha. Oh, okay. Pass auf. Über 160 Minuten auf 2 DVDs mit 2 deutschen alten Kinoklassikern um 1970. Man kann es kaum glauben, dass diese Filme mal in den Top 10 der deutschen Kinocharts waren. Was vor 40 Jahren noch erotisch und skandalös war, ist heute einfach nur noch komisch oder eignet sich für einen Saufabend mit den Kumpels. Lies ruhig weiter. Ja. Kurzum, ein unverzichtbares Rudiment der erotischen Filmegeschichte in dem Film Zur Sache Kätzchen, Pornografie in Dänemark, bieten sich uns unglaubliche Szenen mit einer Synchronisation, die pure Unterhaltung ist. Herr Meier hat dicke Eier. Der zusätzliche Bonusfilm Liebesmarkt in Dänemark. Herr Meier hat dicke Eier, ja? Super. Steht dem eben nichts nach. Beide Filme sind vom letzten 1 Zoll C-Bändern mit Mühe kopiert worden. Geiles Teil. Alter. Das Ganze hier eine Doppelbox, genau, mit 2 Filmen, die eine Synchro haben, genau, zum Niederknien, wie es die Dame hier vorne schon macht. Gibt es auch den kleinen Bruder davon, den habe ich hier nochmal. Das ist eine kleine Hardbox von Pornografie in Dänemark. Pornografie-Report 1, hier ist dann halt nur die Disc 1 drin. Achso, also das ist nur dasselbe. Genau. Da ist die DVD 1 und hier ist ja, sind 2 DVDs drin. Ja. DVD 1 und 2, so wie übrigens die 76 von 666 sehe ich gerade. Auch hier Pornografie-Report 1. Kopenhagen, das Paradies der Pornografie. Völlig unschuldig, aber von sündigen Gedanken gequält, macht sich der deutsche Vertreter Meier, in Klammer seltener Nachname, in die dänische Metropole auf. Dort trifft er auf die bezaubernde Ulla, in Klammern ohne Kock. Die blonde Schönheit zeigt dem schüchternen Mann schnell, wo es in Dänemark so lang geht. In nur einem Tag landet er auf einer Sexmesse, beim Pornofilm mit Rudelbumsen, im Swingerclub und in vielen fremden Betten. Herr Meier ist bekehrt. Vom Brillen zum Sexvertreter kehrt er nach Deutschland zurück mit einer Mission. Sehen Sie selbst, was da so alles spritzt. Ja? Steht tatsächlich so da. Wenn ich mich da eher entsonnen hätte, hätte ich dich das vorlesen lassen. Aber gibt es auch hier nochmal, also nur, dass wir das mal aus der Reihe gezeigt haben. Okay. Schönes Ding. Ja, muss man eigentlich, muss man mal gesehen haben. Muss man mal gesehen haben. Machen weiter mit das Stendhal-Syndrom. Oh Gott, geht es jetzt so weiter? Nein. Okay, ein Film von Dario Argento aus der X-Rated Italo-Giallo-Serie Nummer 20. Ja, frei nach Stendhal besorgt dem Zuschauer einen Ständer, das hatten wir schon mal. Ja. Aber das war, glaube ich, im Genau. Ja, das hattest du mal vorgelesen. Ja. Deswegen triggert es das bei dir, aber das hat nichts damit zu tun. Oh Gott sei Dank. Sondern der war ziemlich gut. Der war sogar ziemlich gut. Dario Argento. Ja. Steht auch hier, erleben Sie den letzten großen Film von Dario Argento, in Klammern Tenebre, Suspiria, erstmalig in der ultimativen Langfassung, in perfekter anamorpher Neuabtastung. Asia Argento, in Klammern Scarlet Diva, gab es auch von X-Ray in der großen Hardbox, in einem mörderisch spannenden Film mit überraschenden Wendungen und grandiosen Effekten. Ja, der war echt gut. Du hast hier das Cover A, ich habe das Cover B. Der hat mir sehr gut gefallen. Film war auch besser. Würde ich nicht mal sagen. Ich konnte mich nie entscheiden, deswegen habe ich einfach beide. Na klar. Ja. So, bei X-Rated kann man nie genug haben, das ist halt so. Ne? Du merkst schon, wir sind jetzt auch schon in einer Phase, wo ich mich schon mehr dann auch mit X-Rated befasst hatte zur damaligen Zeit. Oder dann einfach die Cover schon öfter hatte. Das war etwas, das hatte ich am Anfang gar nicht. War ich da, glaube ich, über Lehrling, da hatte ich natürlich auch die Kohle nicht, ja, um das mal ganz einfach zu sagen. Und hier hatte ich dann die Cover schon öfter. Schön. Halt einfach, ne, wenn ich da auf einer Börse war und konnte mich entscheiden, habe ich beide Boxen mitgenommen und der Film war auch sehr gut. Mhm. Ja. Auch nicht einer von Argentos besten, das müsste man natürlich selbst herausfinden, weil das ja immer subjektiv ist. Ne? Viele sagen ja, Suspiria war sein bester, das fand ich nicht mal. Ich fand Tenebre war sein bester, aber ja. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Machen wir weiter, haben wir auch letztens schon gespoilert mit der 239 und der Forumsedition. Ja, okay. Das hatten wir ja schon bei The Midnight Hour. Ja. In der Ausbildung. Und haben wir hier noch bei Tom in der Terror, Schrägstrich der Turm der schreienden Frauen. Hier habe ich sogar beide Forumsboxen. Da war jeweils eine auf 99 Stück limitiert, da gab es halt 2 Stück. Das war hier natürlich identisch. Da kann man natürlich mal wieder schauen, wer da damals alles zugeschlagen hat. Ich will es jetzt gar nicht so lang ziehen, ich schaue ja einfach mal kurz durch. Ich auch. Der Giallo George. Mhm. Hm, ich sehe nicht den Christian. Den bestimmt. Würde mich wundern. Bertucci? Braunschweig. 57. Bertucci? Ja. 57? Ja. Bei mir ist die 57 der Werner Honsowitz. Echt jetzt? Okay, gut. Bertucci. Tatsächlich. Und wer hat hier die 66? Bertucci, Braunschweig. Also hier hat er die 66 gehabt, das war meistens so. Und hier ist der Clemens mit der Nummer 85 bei mir. Nee. Clemens Weißenberger Wien. Oh, der Ephraim, der hat auch eine gehabt. 86. Hier sogar mal dabei. Also man kommt, ja, vielleicht hat er sich nur eine ausgesucht, das kann natürlich sein. Ich habe hier halt 2 verschiedene Cover. Ja. Weiß ich nicht, also ich habe hier das Cover A, ja, in Klammern limitiert, Cover und hier B. Ist das Cover B, jeweils auf 99 Stück, innen drin. Ah ja. Genau, ich habe hier die Nummer 18, 16 und hier die Nummer 16. Also hast du vom Bizarre 83. Genau, steht ja drin. Neustadt. Bei mir ist Michael Gladbeck. Hä? Ja. Nummer nee, warte mal, was für eine Nummer hast du? Ich habe hier die 18. Ich habe hier die 18 Nummer 16. Und Bizarre. Die mal Bizarre 83 Neustadt, ja. Ja, genau. Aber es ist doch, es ist eigentlich interessant. Das fällt mir gerade erst auf. Ich habe 2 verschiedene Cover. Aber ich habe jetzt auch mal keins bestellt, weil ich war in diesem Forum nicht. Aber ich habe 2 mal den gleichen Anbieter. Wir haben beide den Bizarre 83. Ja, hat das alle beide wahrscheinlich verkauft? Aber ich habe sie nicht zusammen gekauft, glaube ich. Ach so. Ich hatte erst eine und dann die andere. Ach so, okay. Deswegen wundert es mich ja gerade. Ja, den Motiv aber gefallen mir alle beide ganz gut. Gefallen mir beide gut. Ich bin auch ganz knapp bei dem hier, muss ich sagen. Ja, können wir auch einen Tick besser können wir auch. Aber ich finde beide ganz gut. Schöne Sache, ne? Jetzt haben wir uns aber lange aufgehalten. Hoffentlich war das jetzt nicht langweilig. Ja, vor lauter Lesen. Dann müssten wir durch. Aber ja, schöne Sache. Ja, sehr schön. Super Sache. Und dann haben wir noch die 240. Ja, die hatten wir ja schon. Genau, hatten wir schon. The Prison Island Massacre. Ja, müssen wir nicht mehr weiter darauf eingehen, hatten wir schon. Und damit sind wir bei der 240 angelangt. Aber das war natürlich nur der Anfang. Ja, der Tod ist erst der Anfang. Da kommt noch so einiges. Da sind sie nochmal. War wieder eine sehr schöne Auswahl. Ja, ja, wunderbar. Hat mir sehr ich habe mich wieder sehr wohl gefühlt. Bei manchen wieder nicht eher. Aber es war das ja richtig zum Durchlesen. Wieder. Das werden wir jetzt noch öfter haben. Das werden wir noch öfter. Echt jetzt? Ja, ja, klar. Wir sind schon beim Schlimmsten durch. Der Blick war jetzt geil. Nein. Der Moment wird es nie geben. Bei X-Rated die guten Ideen nie ausgehen. Also ich wüsste jetzt erstmal nicht, was daran schlimm gewesen ist. Nein, das war nicht schlimm. Das war ein Bundesprogramm. Es war hervorragend präsentiert. Die Cover waren durch die Bank wie immer fantastisch. X-Rated at its best. Da gibt es nichts Schlimmes dran. Ja? Das war fantastisch. Ja? Und dann sage ich an dieser Stelle schon mal wieder schön mit Öl. Ja? Vielen Dank, dass du mit da warst. Auf jeden Fall. Super Sache. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Genau. Und bis dahin, schön mit Öl und Buh!